Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Beim letzten Mal haben wir die Welt so ziemlich abgeschlossen, außer dem Boss, den machen wir heute. Und wir schauen heute mal in alle diese kleine Mini-Challenges rein. Im Übrigen, ein freundlicher Herr Nachbar von mir, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, die alle von der Zeit her zu schaffen. Er scheint auch ein paar geschafft zu haben, habe ich gehört. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir direkt hier mal in das erste rein. Und zwar Kettenkarussell. Und zwar der Igelschatz. Rollen und rollen die Stachelstraße. Darauf habe ich Lust, das klingt spannend. Wenn ihr auch darauf Lust habt, dann lasst jetzt ein Like da. Perfekt. Werbung, perfekt. Kann man mit dem Igel rollen? Doch keine Ahnung. Ah, das wird zeitlich, wird das gar nichts, wird das. Oh mein Gott, was tue ich hier? Oh, ich wurde getroffen. Nein, auf mich runterzuwerfen. Gegner gespamme. Auf der Kirby A3. Ja. Okay, also wenn das zeitlich auch nur ansatzweise was wird, dann kriege ich den Eis von euch spendiert, Leute. Ja, 30 Sekunden. 3 Sekunden war ich nur zu langsam? Mit der Leistung? Ja, fühle ich. Finde ich gut. Finde ich gut. Das ist vielleicht sogar auch für mich machbar. Okay. Dann. Stimmt, die Stars kriegt man ja schon direkt. So. Dann lass uns mal nach drüben fliegen. Zu diesen komischen, ich habe keine Ahnung. Let's go. Oh, der Hammer. Den finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der ist so dieses Standard-Kirby-Item-Hammer, glaube ich so. Also ich, wenn ich an Kirby denke und an eine Waffe von Kirby, assoziiere ich das immer mit Schwert und Hammer. Und Bosskampf. Geh weg! Die muss man zweimal treffen. Oder halt gescheit. Okay. Kommt ihr nur her. Ja, ich muss zeitlich denken. Okay, Kampf besiegt. So, weiter. Da. Sprung, Sprung, Lauf, Lauf. Nächster Kampf in X-Form. Oh mein Gott, das war knapp. LOL. Der ist doch tot. Nein, hör auf, auf mich drauf zu springen. Oh, die Hasen kommen einfach. Nein, er springt weg. Hallo. Ey. Ach, komm. Ja, warum stelle ich mich auch genau dahin, wo er runterspringt? Hä? Bin ja auch blöd. Egal. Zeitlich kann man da auf jeden Fall was rausholen. Boss! Wilder Bonkers! Ah! Okay. Komm mal her! Okay. Ich hab's verstanden. Er möchte also nicht, dass man starke Angriffe an ihm ausübt. Lauf, lauf, lauf! Komm her. LOL! Mann, wie unfair! Ich stelle mich aber auch wirklich blöd an. Komm. Er ist gebrochen. Keine Ahnung, ob das so heißt. Jetzt kommt er mit seinen Special Attacks. Meine Güte. Ach du meine Güte. Ich war... Ja, ich sterbe. Nee. Ich mach das nicht nochmal. Wir machen erst ein anderes. Hey, wie kann man denn nur so schlecht sein und in so einem Level sterben? Mann, was ist denn das? Okay, dafür machen wir jetzt abgestürzte Rakete. Immer der Reihe nach. Aufladen und werfen. Der Boomerango. Okay, aufladen. Wir haben ja schon in der letzten Folge, war das, glaube ich, gelernt, wie man so ein aufgeladenen Dings so hin und her lenkt. Bin jetzt schlau. Und zwar müsst ihr euch dann hier hinstellen und dann loslassen. Und dann kommt er zu euch geflogen. Einfach Magie. Und den Gegner vielleicht vorher noch ausschalten. Hier, strategisch denk, zack! Der war sehr knapp. Der war sehr knapp.
Ja, und der wird noch knapper. Der ging auch schon daneben. Hallo? Yes! Gar nicht beeindrucken lassen von den Gegnern. Die können nichts. Sind schlechte Spieler. Und wir haben es geschafft. Und ich sag's euch, wir sind zu langsam ein paar Sekunden oder Millisekunden. Er war einfach 5 Sekunden zu schnell. Unerwartet, aber ich scheine der Boomerang Bro zu sein. Der war richtig schlecht, der Joke. Oh, immer noch die schlimmsten aus Mario. Boss, DS-Dings. Lass mal hier rübergehen. Suchen. Das Raketenlau, das ist der. Das ist the True Rocket. Das ist die echte Rakete. Ringstopfer, pusten ohne Pause. Drehe die Wind Raider. Darauf habe ich doch Lust. Let's go. Achso, das ist einfach nur. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Hatschi! Perfekt. Direkt teleportieren lassen. Guten Tag noch und tschüss. Perfekt. Das ist schon ein guter Start, muss ich sagen. Hä? Ach, ich kann ja auch springen und dann in der Luft feuern. Ja, macht Sinn. Jo, perfekt. Ich war gerade ganz kurz verwirrt. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Wenn das was wird, Preis, bitte. Einmal Gucci-Bonbons. Okay, aber hier kommt es ja nicht unbedingt auf die Zeit an. Hier kommt es darauf an, ob du triffst oder nicht. Nein! Als ob! Der einzige Gegner, der mich trifft. Und dann ist so ein blöder Stiermensch. Wo habe ich denn mein Wedelding? Hier. On guard. Oh mein Gott. 20 Millisekunden in der Zeit. Perfekt. Es gibt 50 Cash. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nicht. Gut, aber wir kriegen den Star. Was man mit diesen Stars machen kann, ich weiß es noch nicht. Wir gehen auch, bevor wir in die nächste Welt rein starten, gehen wir auch nochmal in, gehen wir die Achterbahn. Gehen wir nochmal ins Waddledy-Dorf und schauen uns da diesen Shop und alles an. Denn da waren wir noch nicht. Dementsprechend müssen wir da noch hin. Wer wirft, gewinnt. Trifft die Bombenblöcke. Ja, easy. Okay. Ach du meine Güte. Okay. Ich würde sagen, der Start war ganz okay. Ah, hier kann ich doch cheaten. Wir sind einfach am Cheaten, Leute. Wir cheaten. Blöde Wand. Nein! Das war einfach safe des Todes. Wir haben es sogar geschafft, aber wir waren safe zu langsam. Auch wenn wir echt gut Zeit rausgeholt haben, indem wir nicht runtergefallen sind. Ich sag's euch, ja, 3 Sekunden, das ist okay. Ich bin halt schlecht in dem Spiel. Okay. Kann es sein, dass heute eine längere Folge wird? Ich weiß es noch nicht. Schon 11 von diesen Sternen. Ich weiß immer noch nicht, was mit. So, dann lass uns noch ganz kurz hier nochmal in den Hammerschatz reinhauen. Reinhauen. Wegen Hammer und Hauen. Reinschauen wollte ich eigentlich sagen. Ist egal, passt. Kontext, ist okay. Okay, dann machen wir jetzt ganz kurz diese Bosskämpfe und versuchen zu überleben. Oh, die kommen ja nicht angelaufen. Von den Affen gar nicht erst beeindrucken lassen. Das sind Affen. Von denen aber schon eher, glaube ich. Die können sich nämlich in solche gruseligen Monster verwandeln. Nennen sie einfach mal kirbianische Monster. Keine Ahnung, ist das der Fachbegriff? Hm.
Na, wie kann man denn nur so sehr neben diesen Affen hauen? Okay. Ich camp die hier ab. Ich bin ein Camper. Komm, komm, komm. Perfekt. Wir haben noch nicht einmal... Komm, machen wir das Damage-List oder wie sieht's aus? Oh, ich bin... Ich habe mit dem Boss gerechnet, aber wir müssen ja noch ein zweiter. Wie... Von was wurde ich jetzt getroffen? Ja, ja, ja. Komm, dreh dich, dreh dich. Ich komme. Wieso habe ich ihm denn jetzt keinen Damage gemacht? Er war in seiner Dingsphase, in seiner Wechselphase, gell? Okay, komm. Perfekt, down ist er. Er fliegt noch ein Stück weg. Kann mal treffen. Sprung! Sprung! Sprung, lauf, 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 lauf! Wenn jetzt 5 Millisekunden sind, wegen diesen 5 Millisekunden. Okay, ich war 30 Sekunden zu langsam. Kommt vor, es tut mir leid. Boah, bin ich schlecht. Ah, okay, ich würde sagen, dann machen wir noch. Haben wir das in der Mitte schon? Wir haben alles schon, außer das in der Mitte. Und die oben links und rechts. Das rechts können wir gar nicht machen, weil wir dieses Item dazu noch nicht haben. Einfach Magie. Okay, Feuer. Ist das schon Feuer Level 3? Das sieht so besonders aus. Was ist denn das? Und Feuer, oder? Ja. Zack. Perfekt. Können wir ganz gut skippen, wenn wir die ganze Zeit mit diesem Feuer-Ding machen. Fire-Dash. Keine Ahnung, ob das einen offiziellen Namen hat. Wir können das sogar so anzünden, das finde ich cool. Oh, ich muss das da hinten anklicken! Wow! Ich glaube, hier müssen wir sogar mit diesem Feuerdash arbeiten. Okay. Den fand ich jetzt... Der war sehr kurz. Keine Ahnung, ob wir in der Zeit sind. Ah, 5-6 Sekunden zu langsam. Bin ich zufrieden mit. Bin ich zufrieden mit. Ja, nächstes. Oben links, rechts. Was fehlt uns rechts? Rechts war doch dieses komische Blitz-Item, was wir noch gar nicht gesehen haben in-game. Ja, guck, warte, lass mich ganz kurz gucken. Kann das fliegen? Danke. Und zwar Federtornado habe ich auch noch nie gehört. Schwert. Okay, nochmal Schwert. Ein guter Schnitt. Das Rätsel der Seile. Rätsel feiere ich in diesen Challenges gar nicht. Vor allem das mit den Treppen war ja so grauenhaft schlimm. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Dass das war... Ich muss gegen keinen Gegner kämpfen. Ich decide mal hier rüber. Das ist jetzt so like... Denk ein bisschen vorausschauend. Aber das ist ja mega... No way! Ich bin so dumm. Ach man... Ja. Och, Mann, ja. Was bringt mir das? Ach, ist das das Ding, was da hält? Oh nein, ich hätte das richtig machen sollen, der richtige Reihenfolge. Ja, mir fehlt eins, ist unfair. Was hat das damit zu tun, wie ich die Schwertkräfte einsetze? Ich schüttel auf! Wenn ich jetzt ein Timeout bekomme, weil hier ein blöder Wind ist, spiele ich das nicht nochmal. Okay, ich hab mich nicht beschwert, alles gut. Hä?
Wahrscheinlich schaltet er sich aus, wenn man alles sammelt. Aber was kann ich denn dafür? Jetzt mal ganz ehrlich. Mann. Okay, aber ich würde sagen, das zählt als geschafft. Und wir machen uns jetzt an den Boss der dritten Welt. Weil ich weiß nicht, wo wir dieses Item hätten bekommen sollen. Ist ja auch egal. Drahtseilakt im Zirkusset. Wir haben wieder 4 Achievements. Ich schneide sie euch alle wunderschön hinten dran. Hinten dran, bleibt dran. Das ist nicht passend. Ich schneide sie euch alle hinten dran. Verpasst das nicht. Ist das der Boss? Keine Ahnung. Tomate. Oh, wir können es wieder entscheiden. Was ist das denn? Schießen. Ja, komm, nehmen wir doch das. So. Erstes Achievement. Nimm nicht das Schieß-Item. Ich bin schon mal vorbereitet. Ein Zauberer? Wobei, es hieß ja Drahtseilakt, also Seile. Listige Leopardin Tazandra. Also, ich bin... What? Ey, da krieg ich Dings-Vibes. Nein! Okay. Also, Damage-List ist schon mal nicht drin. Die da. Okay. Damage-List könnte ich mir hier auch sehr schwer vorstellen. Keine Ahnung, was ihr dazu sagt. Ach du meine Güte. Wobei aber, ich glaube, einfacher als bei dem Tree, weil hier ist man nicht so eingeschränkt, was die Battle Arena angeht. Komm. Nein. Oh mein Gott, das war sehr gut. Nein, schieß doch. Oh, yes. Oh. Zweite Phase. What? Okay. Ist gut. Wie? Treff dich auch da oben, Mann. Das hat doch als Treffer gezählt. Triff die Kletternde mit dem Spezialpower-Ding-Entdecker. Unfair. Die kann sich unsichtbar machen. Ich schaff das nicht. Wie denn? Ich bin Schwert auf einmal? Woher kommt denn die Schwertattacke? Woher kommt denn auf einmal das Schwert? Hä? Also wir haben auf jeden Fall ein Achievement, haben wir? Ein Achievement haben wir und auf einmal kam Schwert, Magie. Okay. Auf jeden Fall. Okay, wir haben's. Gib 3 Waddledies, ja, schön. Eins davon. Ist ein Damageless Run. Bleistiftbohrer? Ich weiß doch nicht mal, was der Bleistiftbohrer ist. Okay. Ach du meine Güte. Ja, also das war's komplett heute. Das ist so. Ja. Nächstes Achievement. Ohne zu schweben. Was ist das für ein Achievement? Ja. Ich würde sagen, ich versuche das dann nochmal. Bis gleich.
Weil jetzt wird doch erst noch die neue Welt geladen. Ne, wir kommen ins Waddledee-Dorf? Da gehen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hin. Die Ballerina? Wir haben schon so viel freigeschaltet. Ich habe mir noch nichts davon angeschaut. Ja, die Waddle-Stadt ist weiter gewachsen. Die Waddle-Stadt, das Waddledee-Dorf. Überraschungsautomat Series 2. Also die Pro-Version ist jetzt auch da. Und einfach eine Battle-Arena. Das Kolosseum. Kämpfe gegen Bosse oder Gegner, die ich schon gesehen habe. Wie random ist das denn? Das ist Meta Knight aus Super Smash Bros. Ultimatus. Ist der gerade meine Ballerina? Kann ich nur gegen ihn da kämpfen? Okay, wir können ein paar Sachen leveln. Ich würde sagen, ich level das Zeugs kurz. Und dann schneide ich euch hin, wie ich den Boss in allen Phasen mache. 2 Minuten, Damageless etc. Kugelblitz. Ach, das ist komplett neu. Ja, wir haben ein paar Blaupausen gesammelt, das ist true. Schwert können wir upgraden, yes! Kugelblitz, noch nie zuvor gesehen. Hammer. Ja, braucht kein Mensch. Unnötig. Ich bin fast tot. Ich würde sagen, wir testen mal dieses Kugelblitz aus. Because das ist einfach new und wir hatten das noch nie. Kriegen wir einfach schon direkt die zweite Version davon. Per... Perfekt. Ja, wir kennen das, wir kennen das. Okay. Ich bin der heilige Magier. Sankt Peter. Das kann ich ein einziges Mal einsetzen? What? Wie langweilig. Nicht, dass ich mich darüber beschweren will, aber ich kann das einmal einsetzen, danach ist es weg. Fühle ich jetzt nicht gerade unbedingt. Egal. So, wir haben dann... Ja gut, einen besseren Hammer bekommen. Spielzeughammer. Aus einem echten Hammer haben wir jetzt Spielzeughammer gemacht. Und ist ja logisch, dass der stärker ist. Und... Ja, okay. Also Standardattacken einfach. Das Schwert kriegt... Das Schwert kriegt Level 2. Ich skippe das jetzt. Oh mein Gott, das Schwert ist einfach so groß wie ich. Jo. Mehr Dings-Vibes. Und der komische Bohrer, den kein Mensch nutzt, auch wenn er ultra stark ist eigentlich. Ich skipp das direkt. Ach, das ist der Bleistift-Bohrer! Ja, sieht eigenartig aus. Okay, der kann eine zusätzliche Attacke machen. Okay. Ich würde sagen, ich glaube, mit was kann man denn im Bosskampf am besten Damageless machen? Schon was, was so auf Distanz ist, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn sie oben ist oder so, wenn sie weiter weg ist. Ja, dann probiere ich das und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ciao, bis gleich halt. Also, ganz kurz, es sind 2 Achievements noch zu machen. Einmal unter 1,30. Also sonst waren es ja immer 2 Minuten, das war ja easy machbar. 1,30. Das Problem ist, wenn sie nach oben geht, kann man sie halt nicht direkt immer treffen. So, das frisst des Todes Zeit, wenn man nicht das Schieß-Item hat. Und Damageless habe ich jetzt, haben wir jetzt auch nicht hinbekommen, so... Scheint auch ziemlich schwer zu sein. Ich würde sagen, also das andere war ja ohne zu schweben, das war relativ easy. Ich würde sagen, ich gucke mir das dann nochmal privat irgendwann an und beim nächsten Mal starten wir die neue Welt. Verpasst das auf keinen Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute.